Ja, lassen Sie uns gerne beginnen mit der Expertinnenbefragung Digitales Sommersemester 2020, EDIS, VHSAE, finanziert vom Bundesbildungsministerium und fragen, was geht, was bleibt vom Corona-Shutdown an den Hochschulen, den Millionen Studierende und Zehntausende Lehrende durchlebt und durchlitten haben. Lassen Sie uns einen Blick zunächst in die Zukunft kurz werfen. In 10 Jahren werden wir vielleicht einmal fragen, kam es eigentlich zu der breiten Adaption digitaler Lehre an den Hochschulen, dass wir selbstverständlich mit digitalen interaktiven Medien lernen, Bildungsteilhabe und anderes besser funktionierte und wir also auf diese Weise weit vorangekommen sind. Wie kam es dazu? Hier ein Blick auf die frühe Entwicklung, wie sie sich über Jahre bis zur großen Bugwelle 2012 dargestellt hat. Jetzt ist die Folie manchmal gerade nicht vorangegangen, wenn ich das recht sehen kann. Und einen können wir noch vorangehen. Dankeschön. Ja, hier ein kurzer Blick auf die frühe Entwicklung bis zur großen Bugwelle 2012. Folgende viele kluge Köpfe haben jahrelang nach Mehrwerten digitaler Lehre, Implementierungsstrategien, Supportkonzepten für digitales Lernen gesucht. Die breite Nutzung blieb jedoch seinerzeit aus. Es war dann so, kleiner Wechsel bitte, nochmal. Den grundlegenden Wandel brachte der externe Game Changer, die pandemiebedingte Krise in diesem Jahr. Auf einmal ging, was vorher nicht möglich schien. Behalfen sich die Hochschulen digital gegen das Virus, so zeigt Campus, oder machten die Vorlesung zum Hygieneexperiment, so die FAZ. Schon im Frühjahr entstanden jetzt auch dann die ersten Untersuchungen zum Corona-Semester. In einer europäischen Studie hieß es, dass die Hochschulen maximal noch ein Drittel der Studierenden auf den Campus würden lassen können. Dann kam es wesentlich schlimmer. Eine weltweite Erhebung sah in der Krise aber die Chance, Forschung an den Hochschulen international neu zur Geltung zu bringen. Ja, wir sind eingestiegen mit unserer Untersuchung EDIS im Juni. Gegenstand der qualitativen Befragung waren unterschiedliche Fragen. Wie sind die einzelnen Akteursgruppen an den Hochschulen der Ausnahmesituation begegnet? Was hat sie bewegt? Wie gelang das zuvor kaum Denkbare? Welche innovativen Lösungsansätze wurden entwickelt. Wie sind wir konkret vorgegangen? EDIS ist eine Befragung, die über teiloffene Chatkanäle des Hochschulforums Digitalisierung und über Videokonferenz-Meetings bundesweit die Einschätzung von Studierenden, Lehrenden und Mitarbeitenden von Supporteinrichtungen erhob zwischen Juli und August. In einem Stimmungs- und Motivationsbarometer fragten wir die drei Zielgruppen alle 2 Wochen nach ihren subjektiven Wahrnehmungen des Digitalsemesters. Bemerkenswert, die Stimmungslage blieb bei fast allen durchgängig gut. Bei der Motivation hingegen gab es bei den Studierenden auch mal deutliche Hänger zwischendurch, gerade zu Beginn des Semesters. Auf einem digitalen Whiteboard baten wir die Teilnehmenden außerdem in einer Retrospektive, um Statements zu wechselnden Themen, während die Studierenden die zeitliche und örtliche Flexibilität des Lernens schätzten, stellte vor allem die Selbstdisziplin eine große Herausforderung für sie dar. So hieß es mehrfach. Die Lehrenden und Support-ExpertInnen sprachen von der Schwierigkeit, Studierende im neuen Setting zu aktivieren und der Einsicht, dass ein Transfer klassischer Lehre ins Netz alleine nicht reicht, dass es da auch didaktischer Umstellungen bedarf. Das Digitalsemester biete aber zugleich auch die Chance, die Rolle der Lehrenden ganz neu zu definieren und zu denken. Weitere Stimmen aus dem ExpertInnenkreis, die Studierenden gaben an, dass neue Lehransätze die Notwendigkeit zur Selbststrukturierung erhöhen, zugleich aber auch äußere Faktoren wie fehlende Lernräume beispielsweise die Studienmotivation kritisch beeinflussen. Bei manchen blieb es nicht dabei und dort wurde die Studienfinanzierung zum Teil auch zu einem Kernproblem. Bei den Lehrenden und Mitarbeitenden von Support-Einrichtungen dominierte ein Gefühl der Zufriedenheit mit der raschen Umstellung der Lehre. Manches
funktionierte wohl auch so gut, weil offensichtlich Normen zum Teil auch weiter ausgelegt worden sind. Viele Lehrende sagten aber, sie wollten auch künftig Blended Learning Konzepte weiter einsetzen. Einige Schlussfolgerungen. Der große Zuspruch für digitale Lernformate weckte das Interesse an didaktischen Fragestellungen neu im vergangenen Semester. Das Digitalsemester funktionierte leidlich bis recht gut, doch ohne studentische Einbindung vorab, wie es mehrfach hieß. Die Lehrqualität schwankte auch aufgrund fachlicher Spezifika ganz deutlich. Viele Fragen blieben, die sich an dieser Stelle nicht weiter vertiefen lassen. Deutlich wurde am Ende jedoch, das Digitalsemester war ein Semester der gemeinsamen Lernprozesse für alle Hochschulangehörigen. Mittelfristig könnte es zum Baustein für die Entwicklung zu einer Blended University werden, in der digitale Elemente deutlich selbstverständlicher als in der Vergangenheit in die klassischen Settings zumindest auch mit eingeflochten werden können, so wie ich es eingangs ein klein bisschen mit dem Blick in die Zukunft auch habe. Zu skizzieren versucht habe. Und damit danken meine Kollegin Funda Saifeli, Laura Elsner, Franziska Wittel und ich Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.